Es ist mal wieder soweit. Wir haben eine Umfrage bekommen und zwar zum Update 1.3. Die kann man ab sofort machen. Wir gehen die in diesem Video einmal gemeinsam durch. Wir hatten schon mal eine Spielerumfrage gehabt. Das war am 21.09. Das war mehr so eine allgemeine Spielerumfrage und man muss ja auch sagen, basierend darauf haben sie uns ja auch echt coole Sachen dann gezeigt, was bei der Umfrage dabei rausgekommen ist, die ganzen Änderungen, die ja gut und wohltuend für die Community waren, und das war also, wie transparent und kommunikativ Gala mit dieser damaligen Umfrage umgegangen ist, und die Ergebnisse davon, die waren einfach, ja, bereichernd für uns alle. Oh ja, nein, Sarkasmus oft. Man muss halt sagen, ja, dass da einfach gar nichts bei rumkam. Dennoch ist es trotzdem eine Möglichkeit, wo jeder Einzelne von uns irgendwo Input geben kann. Daher sie hoffentlich doch irgendwo diese Umfrage dann auswerten. Diesmal geht es halt um das Update 1.3, also theoretisch. Ich habe mir die Umfrage noch nicht angeguckt. Ich weiß nicht, ob auch allgemeine Fragen zum Spiel und sowas alles sind, wie man diese empfindet. Aber theoretisch sollte es sich hier so um Coral Island, um die Level-Erweiterung, die ganze Experience, die wir jetzt seit dem 1.3-Update mit dem Spiel haben, handeln. Also, ja, leider haben wir von der letzten Umfrage halt keine Auswertung bekommen, was dann überhaupt passiert ist. Dennoch würde ich jeden von euch darum bitten, daran teilzunehmen. Es ist halt ein ziemlich direkter Weg, die Meinung zu geigen zu Gala, und das am besten auch natürlich so konstruktiv wie möglich, damit es auch wirklich ankommt. Bevor wir da jetzt aber gemeinsam in die Umfrage reingehen, gucken wir uns noch kurz die Patch Notes und die Events an von dem heutigen Update, um uns auch schon mal so ein bisschen in die richtige Stimmung zu bewegen. Und zwar gab es auch noch ein Announcement heute um 8.52 Uhr. To provide a better playing experience, we have partnered with a new payment method, MyCard. Der Satz ist schon wieder Gold wert, würde ich sagen. Damit wir eine bessere Spielerfahrung haben, damit wir alle besser spielen können, damit das Game besser ist, haben sie tatsächlich für uns Spieler sich mit eine neue Payment-Methode einfallen lassen und gepartnert, und zwar mit MyCard. Keine Ahnung, was das ist, wie man das macht und so. Ich weiß auch nicht, ob das so für den deutschen Raum überhaupt großartig relevant ist oder irgendwo eher im asiatischen Raum oder so. Noch nie was von MyCard gehört. Aber ja, das haben die grandios beschrieben. Ja. Ich glaube, jetzt wird das Spielen viel mehr Spaß machen. Dankeschön. MyCard is currently only available from the official website, so we may recommend the players to use the official website when using MyCard. Once we fix the in-game push-us issue regarding MyCard, we will provide another announcement later on. Ja, klasse. Toll. So, Patch Notes. Und zwar heute 8.53 Uhr. Eine kleine Wartung. Ist wieder irgendwie scheinbar kein Versionsupdate. Bugfixes. Fix the issue where upgrade effects of Pumpkin and green ships Yuyus were at the wrong position. Also die Pumpkin Yuyus, die hängen an, sozusagen an einem Gestrüpp an der Hand und sind dann weiter unten positioniert. Der Glow von den Upgrade Effects, damit meine ich diesen elementaren Glow und wahrscheinlich auch nochmal ein Upgrade Glow. Der war halt weiter höher an dem Griff sozusagen, aber der Jojo an sich, das Modell saß weiter unten und hat halt nicht gepasst. Das haben sie jetzt wohl scheinbar gefixt. Fix the issue where Twin Tales of Thanksgiving 2023 had F were unfortunately disordered in a combat sense. Okay. Fix the issue where Tetra debuff gave temporarily wrong stats when relogging while the buff is active. Okay, ja, ich glaube, das ist ja Wilds, The Wilds und ein Debuff, ne? Bin ich ja noch nicht so viel gelaufen, keine Ahnung. Fix the typo in Achievements, Recompenses instead of Rewards. Okay. Fix the typo Merry Christmas instead of Merry Christmas in some 3D models. Fix mouse cursor having a black background on macOS. Fix the issue where Stormpeak Curse could be entered starting level 121 instead of 141. Ja, viel Spaß dabei. Naja, vielleicht höchstens relevant als Support Ringmaster, dass es schon cool war, dass du früher rein konntest. General Changes. Dismantle Window will now show the Soul Linked or Accounting Status of Output Items. Das ist gut. Ich glaube, vorher hat es immer Soul Linked angezeigt, auch wenn es Account Linked war. Quasi, wenn du Account Linked Staub reingemacht hast, Schmuckstaub und, ja, und deine Fragmente, dann stand da am Ende Soul Linked, obwohl es dann, glaube ich, Account Linked war oder sowas. Sollte jetzt hoffentlich ordentlich sein. It is now possible to open a pack of select boxes at once. Nice. Luxurious Ski Goggles are now generous. Ja, nimmt man mit, schätze ich mal. Das war's dann allerdings schon. Gehen wir zu Events, und da ist tatsächlich mal was
Neues und Anderes. Und zwar haben wir jetzt ein Wetter-Boost-Event. Das ist jetzt nicht so bei Schnee irgendwie ein bisschen mehr XP oder so. During this event, special buffs will be applied depending on each different weather conditions. Here are the buffs for each weather. Rain or leaves or flowers or snow. Also wenn irgendwas so runterfällt, dann haben wir increased attack by 10%. Nice. Wenn die Sonne scheint, haben wir increases your HP plus 20% and movement speed by 20%. Das ist krass. Thunderstorm increase your critical hit damage by 50%. Das ist insane. 50% mehr Crit-Schaden. Blizzard increase your critical hit chance by 10%. Auch nice. Event depends on server times. They can differ from the server to server. Was mich interessiert, ist es auch bei Dungeons, ist es beim Guild War und sowas alles. Also das ist schon huge, ne? Finde ich erstmal sehr interessant. Gucken, wie es in der Praxis denn ist. Startet am 12. Januar quasi morgen. Und geht halt übers Wochenende als Wochenendevent. Erstmal klingt es interessant, ist mal was anderes. Ich glaube, jeder wäre auch mit XP-Event zufrieden, aber ja. Und dann haben wir natürlich noch ein Item-Shop-News, das lassen Sie sich nicht entgehen. Und zwar 50-mal Bundle of Vital Drink X or Refresher Hold, was dann insgesamt 20% rabattiert ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich jemand großartig braucht. Man bekommt so viele von den Dingern, ich habe so viele Stacks davon. Also da muss man, glaube ich, schon sehr, sehr viel und aktiv die ganze Zeit das usen und spielen, dass man wirklich da nicht mehr so viel davon hat. Ja, okay. So, kommen wir jetzt zur Umfrage. Da gehen wir jetzt gemeinsam durch. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, ob ich auf Deutsch oder auf Englisch reingehen soll. Weil ganz ehrlich, bei deren Translation von Englisch zu Deutsch, und ich habe auch gehört, bei der deutschen Umfrage soll es wohl irgendwelche Übersetzerfehler geben und ganz komisch übersetzt worden sein. Das ist, da habe ich auch ein bisschen Angst, wenn ich jetzt meine deutschen Antworten draufschreibe, dass das... Also man weiß ja sowieso nie, inwiefern das ausgewertet wird, ob es überhaupt ausgewertet wird. Ich gehe auch mal davon aus, dass jetzt diese Umfrage gekommen ist, während wegen dieses Meeting, was sie machen wollte mit Remade und Gala und so und den Devs und den GMs, so dieses Not-Meeting. Ja, da ist jetzt die Frage, gehen wir in Englisch rein, vorsichtshalber, und formulieren alles auf Englisch aus. Ist natürlich ein bisschen harter für mich, als einfach auf Deutsch durchzurushen. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass Deutsch für die bei der Auswertung, dass sie das gleich, dass wahrscheinlich Piccolo einmal rüberschaut und das auswertet. Ja, aber wenn du Piccolo da irgendwas erzählst, der versteht sowieso nur Bahnhof. Also würde ich sagen, wir gehen am besten auf Englisch rein. Dann gehen wir Übersetzungsfehler und sowas aus dem Weg. Auch wenn es für mich ein bisschen anstrengender ist. Auf jeden Fall, Main Link ist hier, Skilltree. Und da gehen wir einfach rauf auf Englisch und nehmen dran teil. Und zwar sehen wir, this survey is to ask Flife Universe Player how they think about the version 1.3 update. Your valuable responses will help us create better future updates, wahrscheinlich. The survey will provide rewards through a draw, so we ask for your high interest and participation. Vom 12.01. bis zum 25.01., also 2 Wochen kann man sagen. Reward Details, einmal Soul Linked Life Gift Box A, Bank Extra Bag One Day einmal, Power Dice 10, 10-mal, Scroll of Amplification 3-mal und Scroll of Architect 5-mal. Ah, okay. 500 random selected players who completed the survey. Warum nicht allen geben? Also wirklich, warum geben die das nicht allen? Ich verstehe es nicht. Reward will be provided during the upcoming schedule maintenance after the survey is completed. Please check before start the survey. You must fill out your character information accurately. A reward will not be provided if the character name and server name is entered incorrectly. You will be excluded from draw if you participate the survey wrongfully. Okay, dann gehen wir natürlich einmal unsere Daten ein. Mein Char ist Maximus. Wir sind auf Boding stationiert. Unser Main Character ist jetzt mittlerweile nicht Chester, sondern Blade. Unser Level ist 156 bis 160. Okay, fangen wir mit den ersten richtigen Fragen an. Es geht jetzt scheinbar um Coral Island. Ist the map an appropriate size? Also, ist es eine sinngemäße, angepasst, also eine gute Größe? Large, Narrow. Ja, ich würde sagen, es ist so. Also ich finde es eigentlich so vollkommen okay, würde ich sagen. Kann man nicht meckern. Ist hier Object Placement on the Map appropriate? Das Ding ist halt, Objekte machen halt eine Map ja schon irgendwo
naja, attraktiver, lebendiger, es sieht halt besser aus. Das Ding ist nur in Flight Universe mit dem Stream und sowas alles, dass wir das Spiel ja nicht wirklich spielen über einen Client, sondern wir es vom Server aus streamen. Und diese Positionsabfrage dann dazu führt, dass wir auch Position Lags haben, nervt ja quasi jedes Objekt. Es sieht gut aus, aber ja, ist natürlich schwer zu beantworten, würde ich sagen. Wenn ich das jetzt hier, aber ich würde sagen, rein optisch würde ich sagen, ist es okay. Gameplay-mäßig nerven Objekte halt super, ne? Und da wird es halt einfach nur große, glatte Flächen haben. Ja, ich würde sagen, das Average ist okay. Is the town structure on the map appropriate? The town structure? Was für eine Town? Sunnypeng Island? Die paar Dinger da? Warte, ja, ich würde ja lieben, wenn wir mal wirklich eine richtige Stadt bekommen würden, ne? Also, der, ja, weiß nicht. Ich finde es jetzt nicht so dolle. How pleasing is the visual design of Coral Island Map? Das ist halt das Ding, ne? Ich mag alles, was über der Meeresoberfläche ist, finde ich cool. Alles darunter finde ich super anstrengend durch diesen Blaufilter und dass man es nicht irgendwie, dass man es nicht irgendwie ausschalten kann und sowas alles, dass man eine klarere Sicht hat. Ich würde sagen, es ist okay. Obere Teil ist gut, unterer Teil finde ich negativ, also würde ich sagen, ist average. How satisfied are you with the monster designs? Digga. Monster Designs, das ist von Flight PC einfach nur Copy-Paste, Digga. Very negative. Also, come on. Nee, da ist doch nichts von selbst gut gemacht. So, klar kannst du jetzt allgemein darüber sprechen, aber Bruder, für Copy und Paste? Also, weiß nicht. Ob ich da jetzt zu scharf bin und sowas alles, so. Aber, Digga, so. Ich finde, Coral Island assoziiere ich immer noch und die Monster assoziiere ich immer noch mit Low-Level-Grind. Mit unter Level 60 oder Level 60 Grind. Die Monster sehen halt nicht krass aus, so, ne? Wie Mammuts 140er Bereich, das macht halt schon irgendwo Sinn. So, oder Ghost Kings, so eine Geister und so, diese, das ist so im High-End-Level-Bereich, so Gegner sind okay. Aber diese, ja, also diese Haifische da oder diese Fische und Akatox und so, so eine Käfer, ist nicht irgendwie. Dass es ein High-End-Level-Bereich ist, so, ne? Ich finde, es müsste nach oben hin immer epischer sein und auch die Monster epischer sein. Is the level of difficulty for conquering monsters appropriate? Also ist der Schwierigkeitsgrad, um die Monster zu besiegen, angemessen? Es kommt halt drauf an, ne? Das ist, ja gut, da muss halt jeder selber. Ich würde sagen, jemand, der noch keine neuen Waffen hat, ich habe ja die Nautilus, die boostet meinen Schaden schon ziemlich hoch. Wenn ich jetzt aber davon ausgehe, dass ich ein Medium-Spieler bin, der FWC nicht mitgemacht hat, der kein FWC-Waffen hat, kein FWC-Schmuck hat, kein FWC-Set hat, sondern nur ganz normal D-Moll 17, 18, Bloody Axt als Blade oder sowas oder ein Bloody Nagel irgendwie zwischen 8 und 10 und das 135er-Set, denke ich mal, dass der eine ziemlich, ziemlich schlechte Erfahrung hat. Ich würde sagen, bei mir ist okay. Dadurch ich aber auch Ulti-Schmuck plus 4 habe. Ich habe jetzt ein 38% Crit-Schaden-Pad. Ich habe eine Nautilus-Axt, die ist Ultimate. Klar, es ist für mich okay so, ne? Aber auch ich brauche ziemlich viele Hits teilweise noch und sowas. Also, ich würde eher allgemein gepasst, wenn ich jetzt von meinem Status wegsehe und so allgemein, würde ich sagen, nicht. Also, die Monster sind ganz klar auf die neuen Waffen angepasst und auch ihre HP skaliert schnell hoch. So dass du eigentlich diese neuen Waffen und auch Schmuck und sowas brauchst, aber du kommst halt einfach zu selten daran, so, ne? Also ich. Theoretisch könnte man auch sagen, very negative. Ich sag aber, ich gehe aber ein bisschen so negativ, weil es für mich eigentlich okay ist. Is the level of core items among the rewards for killing monsters appropriate? Sind die Core-Items, die Kern-Items, die wir für Monster killen, angemessen? Also, Digga, was für Kern-Items, so, was die Lightning Card 2% und Vacuum Piece 2% bei Events und sowas, oder? Also das Boot ist cool, wir bekommen trotzdem nur 4% Lightning Karten, das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie da schon Glück haben, eine 7% Card zu droppen oder sowas. Killing Monsters sind da jetzt Giants und Violets mit drin, aber ich würde sagen, eher nicht, nein, also da kann ruhig viel mehr noch kommen. Is the level of regular items among monster kill rewards appropriate? Ist doch ungefähr ziemlich genau das gleiche, oder was? Ist das Niveau der regulären Gegenstände unter den Belohnungen für Monster-Kills angemessen?
Das Niveau der regulären Gegenstände unter den Belohnungen für Monster Kids angemessen. Also wenn man eine realistische Chance hätte allgemein, die Herrniswaffen zu craften mit der Craft-Rate, dann würde ich sagen, ja fast, ja okay, du droppst so diese NPC-Waffen und sowas alles und könntest daraus mit einer bestimmten Chance dann halt die Waffen craften. Aber das fällt ja auch komplett gänzlich weg. Also was denn für reguläre Gegenstände, was für Kerngegenstände? Also warum kann man da nicht irgendwo auf ein Fragezeichen drücken, was genau damit jetzt gemeint ist? Weil ich würde sagen, das ist eigentlich very negative und very negative. Ist die Monster Population adäquat? Monster Population, es ist schon sehr kurios. Du hast oft so, dass die Small Monster Spawns super groß und super krass und geil sind. Und dann, ja, so Medium und Captain sich oft irgendwie verläuft und nicht so geil ist. Ich würde aber sagen, es ist okay. Also, es war, ja, ich würde sagen, es ist okay. Ist the Monster Placement appropriate? Ja, das ist halt das Ding, ne? Das ist quasi die Population und Placement. Es ist halt beides so ein bisschen schon irgendwie komisch, würde ich sagen. Komisch gepackt. Weil, wie gesagt, Small hast du oft riesige, krasse Spawns und Normal und Captain dann irgendwie gar nicht mehr so richtig. Das würde ich eher sagen, dass die Monster Placements so ein bisschen komisch sind. Is there anything you would like to say about Monsters? Ein wichtiges Ding bei den Monstern ist auf jeden Fall die Monster EXP, weil die EXP-Curve on Coral Island, die bricht super stark ein, wodurch du exorbitant immer mehr Monster killen musst. Ich meine, es ist klar, dass du eine ordentliche Linie hast, umso höher du wirst, umso mehr Monster musst du quasi vom selben Typ und sowas killen. Und auch wenn du zu höheren gehst, musst du ja trotzdem immer mehr killen. Es haben aber schon mehrere ausgerechnet oder berechnet, dass das in Coral ganz, ganz schlimm ist, weil höhere Monster geben zwar mehr XP, aber kaum mehr XP eigentlich. Nur ganz, ganz minimal, aber bei einem höheren Level-Up brauchst du wesentlich mehr EXP. Bin ich zum Beispiel an einem Punkt, wo ich jetzt 0,003% bekomme. Und das ist halt schon echt krass so, ne? Mit Level 156. Die Curve in Coral ist bad. What is the overall map evaluation score? Lowest 1 to highest 5. Ja, ich würde sagen, eine 3. Also ich fand Astria besser, muss ich sagen. Ich finde Saint Morning besser, ich finde Darkon besser. Wenn ich das mit alten vergleiche, Knochenpfad zum Beispiel fand ich jetzt gar nicht so gut. Caldera fand ich wieder besser. Elium oder wie die Map hieß, fand ich eigentlich auch besser. Coral Island ist abwechslungsreich, aber ich mag viele Gebiete überhaupt gar nicht. Also gerade die Unterwassergebiete, die finde ich super, super ätzend und anstrengend. Ich finde die Überwasser, die finde ich eigentlich ganz cool. Also zum Beispiel Creeper finde ich wunderschön, wo du den langgezogenen Strand hast, wo du aber auch so ein bisschen ins Wasser reingehen kannst, was so Hüfthöhe vom Spieler ist oder sowas. Das finde ich alles tipptopp. Und auch bei Meryl, so, wo eigentlich schon Wasser ist, finde ich auch noch voll in Ordnung. Aber das Unterwasser mit diesem Filter, das ist, wie gesagt, ja, super, super anstrengend. Is there anything you would like to say about Coral Island? Add an option to turn off the blue water filter underwater. So, jetzt kommen wir zu The Wilds. Is the dungeon an appropriate size? Es ist eine angemessene Größe. Ja, Bruder, es ist halt The Wilds, Alter. So, es ist halt The Wilds, so, ne? Was? Die tun auch so ein bisschen so, als ob das jetzt so mit den Monsterobjekten und The Wilds, als ob das halt irgendwas Neues ist. Is the placement of objects in the dungeon appropriate? Ja, das sind halt, also, das Ding ist, wie alt ist das? Der ist über 10 Jahre alt, der Dungeon. Der fucking Dungeon. Und jetzt, ja, average ist okay, würde ich sagen. Ist der Dungeon Structure, Gimmick, Movement, Method, etc. appropriate? Ja, ich würde sagen, ist okay. Also, ich weiß nicht, es ist halt, The Wild, so, ne? How pleasing is the visual design of the map? Das ist The Wild, der, keine Ahnung. Ja, es ist stimmig, also das Design ist stimmig, so ist es halt nicht, also es ist halt nur fucking The Wilds. Es ist so, als ob VW mich jetzt so fragen würde, wie der Golf 4, ob der jetzt von der Größe her in Ordnung ist, wie ist der Golf 4 von Design, und die sind jetzt schon bei Golf 8 und bei Golf 9, so als ob das jetzt, also, das ist halt einfach nur ein altes Ding, so.
Also nichts gegen Golf 4 und so, geiles Auto, aber. How satisfied are you with the Royals Monster Design? Ja, Digga, es sind halt. Es ist halt alles alt, ne? Es sind alles alte Monster. Keine Ahnung. Lasst euch mal was Neues einfallen, bitte. Als höchsten Dungeon und nicht so einen alten, ausgelutschten Dungeon. Der mache ich jetzt hier negativ, ey. Reicht mir langsam. Is the difficulty of conquering the Wilds Monster appropriate? Ja, ich würde sagen, ja. Is the level of core items appropriate among the rewards of killing the Wilds Monsters and general items? Ich weiß jetzt schon wieder nicht, was die genau mit Core und General Items meinen. Ich würde aber bei dadurch die Droprate und da muss irgendwas gemacht werden. Nicht, dass man die Waffen-Droprate unbedingt erhöhen sollte. Aber da muss noch irgendwie ein bisschen mehr dazu, finde ich. Deswegen mache ich hier very negative. Da spreche ich aber jetzt allerdings nicht aus meiner eigenen persönlich gesammelten Experience, da ich noch nicht viel in The Wilds gerannt bin, sondern mehr so aus dem, was ich von der Community und meinem Umfeld wahrnehme. Was ja irgendwo auch meine Erfahrung denn ist, was ich denn irgendwo gegenchecke und sowas alles. Gerade wenn man es oft hört. Und man sieht ja am Markt auch, wie die Lage ist mit The Wilds. Und mal gucken, ob wir das später noch ein bisschen ausweiten können, das ganze Thema mit The Wilds. Da ich noch was dazu schreiben kann. Aber da muss noch ein bisschen mehr rein. By the Wilds. Ist the Wilds Monster Population adäquat? Ja, das machst du auch eh nur, weil du die Aufgaben machen musst. Ich würde sagen, ja, ist average. Ist the Wilds Monster Placement? Ja, kann ich jetzt kaum was sagen, deswegen bleibe ich lieber so im Mittelfeld. What is the overall map evaluation squad? Ja, wen juckt denn das? Is there anything you would like to say about Coral Island Instance Dungeon? Das ist nämlich der Grund, warum ich das auch auf Englisch mache, weil ich kann dann mich einfach von meinem New Horizon Feedback vom Update so ein bisschen daran bedienen und würde es jetzt hier einfach kopieren und das ganze Thema dort einfügen. So. The Wilds Rewarding Player Effort. Issue the current rewards in the Wilds do not match the effort of the players, leading to a lack of motivation and a fear of time wasting. Proposed changes: enhanced drop rate mid-bosses, higher chances for sunstones from mid-bosses, along with a chance to drop new 101 equipment parts, can make each new level 150 1v1. Na, ich mach das mal lieber für Piccolo und so, ne, weil 101 equipment parts wollt ihr im Dungeon haben? Na klar, hauen wir da ein bisschen die 105er-Set-Teile rein. Deswegen schreibe ich es lieber hier nochmal hin. Can make each battle feel more meaningful. Remove C-Card drops, same as the other Reborn Dungeon with Curse Difficulty. Ja, warte, ich kann es denn noch. Drops. Punkt. New repeatable quest. A quest to complete the Wilds Curse 50 times with rewards like a Wilds Box containing with a high chance 5 Sunstones. With a low chance 1 A card or with a very low chance a 1v1 set part, Lutzaka, Lutzaka, Crystal Shield. All not soulbound could add a great incentive. Okay. So, gehen wir weiter in Level 160 Expansion. Satisfaction with Level Expansion. Ich würde persönlich sagen, ist positiv eigentlich. Evaluation of the amount of play content between Level 140 and 160. Ja, was ist es eigentlich? Monster, also Leveln, Giant Hunten und The Wilds. Alles andere fällt ja weg. Also Red Meteor, CW Meteor ist halt alles so. Hätten sie noch einen coolen Add machen können. Und zwar, dass du halt CW-Schmuck, Meteor-Schmuck und sowas dismanteln kannst. Für Schmuckstaub. Dann könnte man das noch mitfarmen. Vielleicht hätten sie auch noch eine Very Hard oder eine super krass hell Modi für Red Meteor, für CW und für Meteor machen können, was so ab Level 140 plus ausgerichtet ist, wo du Schmuck, irgendwie eine neue Version von dem CW-Schmuck und Meteor-Schmuck zum Beispiel droppen könntest, was du dann dismanteln kannst oder sowas, irgendwie in die Richtung. So würde ich sagen, es hält sich halt sehr in Rahmen, aber man hat schon was zu tun. Also ich würde sagen, es ist eher average, ne? Es ist jetzt nicht unglaublich krass. Also zu FWC-Zeiten hat man mehr machen können. Man hatte die Reborn Dungeon, man hatte halt CW, Meteor, Red Meteor machen können.
Vor allem wegen den FWC-Parts, die man eventuell droppen könnte. Das fehlt hier so. Also im Vergleich dazu würde ich halt sagen, dass das halt schon jetzt nicht so super krass ist. Evaluation of Play Fatigue from Level 140 to 160. Also die Spielmüdigkeit von 140 auf 160. Also ich glaube, je nachdem, was man für eine Experience hat, das kann das schon krass sein. Also die Frage ist jetzt ein bisschen komisch gestellt, ne? Ist quasi, wie müde wirst du vom Spielen von 140 auf 160 und dann sozusagen positiv oder negativ? Also negativ wäre ja theoretisch da das Bessere, oder? Wenn ich sage negativ, ich werde nicht müde davon oder positiv, ich werde müde davon? Ja, keine Ahnung. Ich sage einfach average. Ultimate Weapon. Ja, das ist jetzt eine ganz geile Sache. Ultimate Weapon. Do you think the supply of Ultimate Weapon materials is smooth? Difficult, they are very difficult. Geht ja jetzt erstmal nicht um die Ultimate Weapon an sich, sondern die Materials. Als Materials zähle ich Shining Orichalcum, normaler Orichalcum und also fürs Upgraden halt. Und theoretisch X-Protect Rollen und sowas alles. Und ich finde, das ist super, super teuer, super schwierig, daran zu kommen, wie viele Giants und so ich schon gemacht habe. Und zwar Ultimate Waffen habe ich wiederum bekommen. Aber Sunstones, Shining Orichalcums, weiß ich gar nicht, ob man die von Giants bekommen kann. Ich habe bisher noch nicht einen einzigen Shining Orichalcum gedroppt. Muss die immer kaufen. Do you think the cost of making an Ultimate Weapon is reasonable? Ja, ich würde sagen, es ist okay, tatsächlich. Du brauchst 3 Ultimate Orbs, du brauchst 3 Shining Orichalcums und du brauchst 100 Mio. Ich würde sagen, das ist okay. Do you think the Ultimate Weapon Enhancement Difficulty Level is appropriate? Hältst du den Schwierigkeitsgrad ultimative Waffenverbesserungen für angemessen? Was genau meint die denn damit? Den Schwierigkeitsgrad ultimative Waffenverbesserungen für angemessen? Also ich habe jetzt 2-mal Ultimate-Waffen gemacht und ich würde sagen, es ist okay, der Schwierigkeitsgrad. Aber ich habe jetzt noch nicht plus 5 geupgradet, weil das auch ziemlich komisch ist mit diesen hoch, runter, hoch, runter. Sagen, dass das allgemeine Upgraden, wenn du die Ultimate Weapon hast, schon schwierig ist. Gerade in Bezug dessen, wie viel Sunstones eigentlich kosten. Do you think the Ultimate Weapon Performance Balance is appropriate? Vor allem, wer soll das beantworten? Als ob jetzt irgendwie jeder zweite Spieler eine Ultimate Weapon hat. Do you think the Ultimate Weapon Performance Balance is appropriate? Ja, also haben die Ultimate Waffen Performance eine gute Balance? Ich würde sagen, schon. Es ist nicht super, super crazy. Es ist schon ein höherer Peak, definitiv. Also wir hatten zum Beispiel bei meiner Nautilus gesehen, oder auch bei meinem Sword, da war es ja noch ein geringer Unterschied. Bei meiner Nautilus, anstatt 270k DPS, hatte ich dann 315. Also 45k höhere DPS. Wo ich sagen muss, das ist okay. Das ist eine Max, also fast Max Nautilus, auf plus 2 geupgradet. Die Ulti-Rolls waren halt Medium. Ich würde sagen, das ist okay. Is there anything you would like to say about Ultimate Weapons? Yeah, increased drop rate. Null, dazu habe ich doch bestimmt auch irgendwas geschrieben. Hier. Yeah. Improving access and economy. Machen wir das ja einfach so. Copy. Wofür habe ich denn das geschrieben? Improving access and economy. Warte mal, das streich ich mal hier raus. There has been a notable disinformation regarding the accessibility of these weapons since the update. Suggested solutions slightly increase the drop rate of fairness weapons, boost crafting rate, changing the rate from 0.001 to a more reasonable figure like 0.5 or 0.33%. Would like significantly improve the economy to prioritize mats, penya, zinc and would attract the market. Ja, super, dafür habe ich das, ne? Do you think the supply of Ultimate Yeverly Material Smooth? Ich würde es persönlich als difficult einschätzen. Viele würden jetzt sagen, war es doch eigentlich okay, rennst nur 1000 Mal Wilds hoch und runter und ist okay. Das Einzige, was ich eigentlich ändern würde, wäre, wie gesagt, dass man diesen Schmuckstaub durch CW-Sachen und sowas alles bekommen könnte, dass man es irgendwie zerlegen kann. Do you think the cost of making Ultimate Yeverly is reasonable? Ich
Sagen sie es einfach, das ist okay. Do you think the Ultimate Accessory Enhancement Difficulty is appropriate? Schwierig, bis jetzt noch nichts gemacht, aber ich würde sagen, es ist average. Do you think the Ultimate Accessory Performance Balance is appropriate? Naja, dazu müsstest du so viele Vergleiche eigentlich haben, aber ich würde sagen, schon strong. Ulti-Schmuck. Is there anything you would like to say about Ultimate Accessories? Make Clockworks and Meteo Yavali giving Yavali Dust by Dismantling. Ja, würde ich sagen. Ihr müsst es natürlich nicht alles so 1:1 irgendwie übernehmen oder ihr sollt es auch nicht 1:1 übernehmen. Ihr sollt natürlich eure eigene Meinung mit reinbringen. Vielleicht gebe ich hier oder da ein paar Anregungen. Nehmt euch auch Zeit dazu. Macht es vielleicht auch so wie ich. Ich scroll nebenbei auch immer mal so ein bisschen General Feedback, Suggestions durch, welche ich geliked habe. Was kann man davon vielleicht auch so mitnehmen und sowas alles mit reinbringen und so. Okay, so jetzt haben wir als nächstes Rainbow Race. Eigentlich jetzt nicht so relevant, finde ich. Opinions on the number of Rainbow Races to run. Wie oft können wir Rainbow Race rennen? Ich finde viel zu wenig. Also fast gar nicht. Opinions on the difficulty of level of Rainbow Race? Ja, eigentlich. Also gut. Also was heißt Difficulty? Ich glaube, es ist halt schwierig, ne? Wenn irgendwelche anderen irgendwie blöd irgendwelche Sachen auf dich casten und so, dann hast du halt Pech gehabt, ne? Ist halt wie Mario Kart, also. Ich würde sagen, an sich Rainbow Race ist easy. Ist dann halt eine Glückssache, ne? Wirst du auch von Sachen getroffen und nicht und so. Opinions on Rainbow Race Progress Rewards? Much. Achso, much. Okay, ja, ist gut. Create more Rainbow Race Modis like it was good or built intern with own price pool etc. Ich glaube, sowas auf Englisch, oder perfekt, soll das hier bedeuten, Anna? Ah ja, okay, ich würde sagen, wir haben es wahrscheinlich geschafft. Ah, nee, da waren... Also ganz ehrlich, da waren irgendwie zu wenig Möglichkeiten, um sich da noch auszulassen. Ich dachte, da kommen noch ein paar Textfelder oder irgendwas, wo man noch ein bisschen mehr sich auslassen kann. Gut, ich habe die Textfelder, denke ich mal, ganz gut genutzt. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren. Macht das bitte auch. Dieses Survey würde mich sehr freuen, wenn ihr euch da kurze Zeit nehmen würdet. Die müsst ihr ja nicht so ausführlich machen wie ich, auch nicht so beantworten und bewerten wie ich und sowas alles. Jeder hat ja auch eine unterschiedliche Wahrnehmung. Aber es ist eine Möglichkeit, was zu machen, weil sie sonst würden sie ja so ein Survey nicht starten und kreieren und das auswerten. Ja, ich denke mal, mit einer Besserung können wir, wie gesagt, erst, würde ich sagen, ab Mitte, Ende Februar hoffen, was so Drop-Rates und sowas alles betrifft, wo wirklich an dem Game dann gepatcht wird. Die scheinen jetzt entweder planmäßig oder auch jetzt wegen Pixel Game Aufstand, diese Not-Meeting, was sie dann hatten, ob das jetzt daraus resultierte oder sie allgemein mit dem Update erstmal gewartet haben, dass sie jetzt diese Umfrage machen und darauf basierend dann jetzt Updates rausbringen. Es müsste aber, das Ding ist, es müsste so viel mehr gemacht werden von den Updates noch davor, das allgemeine Spiel und alles. Aber gut, sie fragen nach unserer Meinung, wir geben ihnen unsere Meinung. Ich bedanke mich auf jeden Fall hier fürs Zusehen, wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und tschüssi.